there is something we need. It's a leap of faith, a step away from the comfort zone, and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? How far do you think you can run? Moin. Ja, wie im letzten Video gezeigt, wollten wir ja eigentlich nach Boulogne-sur-Mer segeln. Aber ungefähr 6 Meilen vor Calais hatten wir plötzlich 6 Windstärken von der Nase. Der Gegenstrom setzte ein und wir sind irgendwie noch 1 Meile über Grund gefahren. So dass wir uns entschlossen haben, nach Calais abzulaufen und am nächsten Tag einen neuen Anlauf zu machen. Ich zeige euch mal, wie das gelaufen ist und dann erzähle ich euch, was am nächsten Tag passiert ist. Also, viel Spaß, bis denn. Ja, kurz vor Calais. Es ist echt ungemütlich. Also es ruckelt und schuckelt. Wir gucken jetzt gleich mal, dass wir da irgendwie reinkommen. Und mal schauen, wie es dann weitergeht, weil die nächste Zeit ist auch immer nur 5 bis 6 aus West gemeldet, genau da, wo wir hinwollen. Und das ist eigentlich kaum zu machen. Wir müssen schauen. Irgendwie geht's schon weiter. Yeah. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Dir so schön vorgestellt? Nie im Leben. Ja, er hat es geschafft. Wir sind jetzt kurz vor der Hafen einfach von Calais. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt. But not as much as this does. A good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something. Ja, durch diese Brücke müssen wir. Da ist ein rotes Licht. Ich hoffe, die wird jetzt auch bedient. Dahinter ist die Marina und da sind Docktore, die sind jetzt offen. Das heißt, Einfahrt ist möglich. Er müsste uns nur ein Zeichen geben. Ja, wie ihr hier seht, ist in dieser Achterkammer nichts mehr los. Und in der anderen Achterkammer ist auch Gände leer. Eigentlich wären ja jetzt Hermann und Joachim an Bord. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das erzähle ich euch jetzt gleich mal in Ruhe. Was war passiert, dass plötzlich alles anders war, die Kammern leer sind? Am nächsten Morgen war Hermann fix und fertig, der hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Und ihm ging es echt scheiße und er dachte, ich fahre jetzt nach Hause. Hat er dann gemacht, hier zu Hause hat sich herausgestellt, er hat einen Test gemacht, er hat Corona. Joachim hat es dann auch vorgezogen, nach Hause zu fahren, weil auch noch Starkwind gemeldet war, genau das Westen, wo wir hinwollen. Und das heißt, weiterfahren, so wie es da aussah, wäre jetzt mindestens mal 1 Woche nicht möglich gewesen. Und er sagte, dann fahre ich jetzt auch nach Hause. Bringt ja nichts, hier in Calais jetzt rumzusitzen. Ja, das heißt, alle meine Pläne, also wer das erste Video gesehen hat, Pläne machen beim Segeln. Also wer was Gesichertes haben möchte und an Plänen festhalten möchte, sollte sich auf keinen Fall ein Segelboot kaufen, denn da kommt es immer anders als gedacht. Also für mich anders als gedacht. Ich war plötzlich wieder Einhandsegler.
Hab dann zwar Glück gehabt, ich konnte am gleichen Tag tatsächlich noch weiter segeln, beziehungsweise am nächsten Tag, weil sich dann Wetterfenster ergeben hat. Aber alle anderen Pläne, wir wollten ja richtig Strecke machen und so, hat sich zerschlagen. Und ja, das hat mich dann auch etwas aus den Socken gehauen, weil plötzlich wieder, ja, auch das wieder anders war. Mein ganzer Zeitplan kam durcheinander. Aber ich habe mich ganz gut geschlagen. Wie und warum, das seht ihr heute und in den kommenden Folgen. Kleiner Spoiler-Alarm. Ich grüße jetzt hier schon aus Cherbourg. Also, hang loose, bis später. Danke. Bevor es losgehen kann, muss ich natürlich wieder durch diese doofe Brücke. Ich habe im Internet geguckt. Öffnungszeit 10.16 Uhr und ich war echt happy, als tatsächlich 10.16 Uhr das Ding aufgegangen ist. Ja, muss ja auch mal was klappen, ne? I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. So, die Ausfahrt von Calais. Da durch die Alpen durch, ist man auf der Seite der Fähre. Wenn ich das richtig sehe, wird die aber vor mir weg. Auf der Flucht. Ja. Da hinten wird wieder so ein Oschi fähig gemacht. Dass ich hier jetzt heil rauskomme. Wenn nicht, werde ich das nie erfahren, dass das Video an der Stelle halt zu Ende. Ja, so, raus immer. Tintfähren hier, das ist die komplette Minutentakt. Also direkt vor mir ist eine, hinten kommt auch noch eine. Also hier muss man echt aufpassen, dass man nicht unter die Räder bzw. unter die Fähre kommt. Und ich zeige euch das mal. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can miss out. Wenn jetzt jemand fragt, hä, wieso sieht denn das Wasser so grün aus? Ist der Berner wieder zu doof, mit der Kamera klarzukommen? Ne, das sieht wirklich so aus. Und zwar nennt sich dieser Bereich zwischen Calais und Dieppe die Opalküste. Bekannt dafür, weil es halt ein blau-grünes Wasser hat dort. Wie ihr seht, geht es dann auch wieder unter Maschine weiter. Sailing Offline, der einzige Kanal, wo wir alles machen, außer segeln. Nervt aktuell ist der Wind. Also er kommt sehr stark genau von der Nase und das soweit die Vorschau reicht, bleibt das so. Also ich habe jeden Tag Minimum 5 genau von da, wo ich hin will. Das heißt, ja, das sind dann scheinbar am Wind gesegelt knapp 6 Windstärken. Und das ist dann schon hart. Ne? Ja, ich muss jetzt gucken, was ich damit mache. Also ich bin heute in Calais ausgelaufen, weil ich habe ein ganz kleines Wetterfenster gefunden. Der Wind ist jetzt noch ein bisschen schwächer, der nimmt zum Nachmittag hinzu. Aber dann bin ich um das Kap rum und kann mit Halbwind auf Boulogne-sur-Mer zuhalten. Und ja, da muss ich gucken. Ich kann momentan wirklich nur von Tag zu Tag denken. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt in den nächsten Tagen sich weiterentwickelt. Also wie heißt das so schön? Vor Gericht und auch vor der See sind wir in Gottes Hand. Ja, merke ich auch gerade. Also. Ja, kurzer Blick auf die Karte. Also, hier in Calais waren wir gewesen. Da sind dann Hermann und Joachim wieder von Bord gegangen. Das heißt, sie sind wirklich nur die eine kleine Etappe mitgefahren. Von Newport nach Calais. Habe ich mir, wie gesagt, ganz anders vorgestellt. Ja, jetzt sind wir die Küste hier parallel runter. Und ich bin jetzt hier außen rum gefahren, also was da diese Route, der Track ist Schwachsinn. Also hier stehen 2 Kardinalstonnen, die möchten nördlich und westlich umfahren werden. Und da hier unten einige flach sind, mache ich das auch so, weil ne, lieber mal ein Stündchen länger fahren, als das Schiff auf dem Watten hoch abstellen oder so. Ne? Ja, gleich geht es hier rum und dann geht es hier runter. Ich hoffe, dass ich vielleicht
vielleicht gleich auch nochmal die Segel auspacken werde. Also ich fahre jetzt genau gegen den Wind. Und es gibt aber die Hoffnung, dass, oder was heißt die Hoffnung, also dass er dann bald auch von hinten kommt. Ich habe jetzt auch noch Gegenstrom. Das ging aber gar nicht anders, weil in Calais gibt es die Brücke. Port Henry und Pont Henry Hanon. Die macht immer nur in dem Zeitraum 2 Stunden vor und nach Hochwasser auf. Das heißt, ich habe die letzte Öffnung nach dem Hochwasser genommen. Das war um 9:45. Ja, und aber ich denke, wenn ich um die Ecke rum bin, sollte der Strom auch langsam kippen. Und dann kann ich vielleicht segeln und habe den Strom mit mir laufen. Und dann habe ich vielleicht noch 12, 13 schöne Meilen bis Bildernis und mehr. Vielleicht seht ihr es und hört ihr es auch. Also es ist sehr wackelig und ruppig. Es ist nicht schön gerade. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Hier ist eine der erwähnten Kardinalstonnen oder auch Biene-Maja-Tonnen oder auch Borussia Dortmund-Tonnen zu erkennen. Die heißen so, weil die Dinger gelb-schwarz sind. Und die sagen mir, wo ich nicht like langfahren soll. A little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Auf der Biene-Maja-Tonne sind immer 2 Kegel. Die Spitzen der Kegel zeigen mir dabei, wie ich die Tonne runden soll. Zeigen beide Spitzen nach oben, heißt das nördlich drumherum. Zeigen sie nach unten, südlich drumherum. Zeigen die Spitzen zueinander, so wie hier zu sehen, soll ich die Tonne westlich runden. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be? Shine like gold until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Alter Schwede, jetzt geht's aber ab hier, ey. Fette Welle, Wind. Ich hab die Genua jetzt draußen, aber. Naja, also ich denke, das sind Kapp-Effekte. Also hier, ich zeige das gleich mal. Wir haben dieses Kapp jetzt gerundet und da war eine Welle, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also die Uffi hat ganz schön Wasser hier aufs Deck gekriegt. Wir werden jetzt Putzen wahrscheinlich sparen am nächsten Mal. Ja. Naja, jetzt, es beruhigt sich gerade wieder ein bisschen. Es war echt wild und ruppig eben. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Da ist die Offi in Boulogne-sur-Mer angekommen. So tut das hier Ausschauen tun. Weiß noch nicht, ob ich das schön finde. Ich glaube nicht. Sieht ein bisschen aus wie in Belgien. Oh, arbeitreiche Tage hinter mir. Das Stadtfest in Meldorf musste vorbereitet werden. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage unter Deck gesessen, Pixel geschubst für Plakate und Flyer und weiß der Geier was. Und jetzt scheint aber die Sonne. Jetzt geht's an den Strand. Wie ist alles schöner, wenn Strand dabei ist? Also, ich nehme euch mal mit. Bis gleich.
holperig von dem Boot herum war. So, da ist die Crew von der Azuru, Moni und Michael. Hallo. Ja, genau. Sag doch mal Hallo zu die Leute. Ja, du mal. Nee, zu die Leute sollst du Hallo sagen, nicht Hallo. Zu mir. Er hat seine Tabletten wieder nicht genommen. Ja, Ritalin ist alle. Ja, hier ist die Lady. Die kommt aus Snake. Das ist in Friesland, in der Nähe vom Eiselmeer. Und damit sind die guten Nachrichten zu Ende. Weil das Ding sieht aus, alter Schwede. Ich weiß nicht, von Snake aus bis hier hingekommen. Und ich glaube, dann wurde das aufgegeben. Fluchtartig verlassen. Da liegen noch Gabel an Deck. Fenster offen. Segel schön gestaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Rückführung des Schiffes auch schwierig ist, weil irgendwie sind da zwei Löcher im Bug. Tja. Ja, und hier sieht man schon Niedrigwasser. Ist schon was anderes als in Meldorf. Da sind 3 Meter Tidenhub. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Moni, hast es dir so schön vorgestellt? Nein. Im Leben nicht, oder? So toll hier. Ich will hier gar nicht mehr weg. Hammer, ne? Gar nicht mehr weg. Ist ein bisschen wie Urlaub, finde ich. Searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Ah, es kommt schon dem recht nah, was ich mir so vorgestellt habe. Also es ist echt schön hier der Strand. Das Meer sieht total schön aus. Zeit. Opalküste, sehr schön. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head.